Dann. Ich kann. Immer noch ein unbekanntes Kraut. Werden Sie mich begraben? In meiner Jugend war ich eine Schönheit. Wo ist eure Dame? Das ab der ist kein Spaß. Ich bin irgendwie im Kreis gelaufen. Ja, sehr im Kreis gelaufen. Ich wollte da nochmal hin, um mein restliches Hab und Gut mitzunehmen. Ich bin erschöpft. Was ist denn das? Hier ist besser, ja. Ja, hier ist irgendwie besser. Nein, geh da runter. Das Schmieren geht ins Geld. Ich sag, ich hab heiligen Bären. Verdammt, es wäre eine Missgeburt. Beziehungen sind alles. Wenn ihr steht, wo ihr willst, soll er das verdienen. Geldsack! Wollt ihr was abgeben? Hätte ja sein können. So. Ja. So, det kann darüber. Vertrag nehmen wir mit. Das können wir verkaufen. Was kann ich damit eigentlich anfangen? Ja, kann ich nichts mit anfangen. Gut. Kann halt ja weg. Das heißt, brauche ich die nicht für irgendwas? Glaube ich nicht. Bis jetzt brauche ich das zumindest noch für nichts gebraucht. Das will ich. Das ist Bernstein. So. Ausbaustufe. Dann. Gehen wir das verkäufen. Verdammt, das wäre eine Missgeburt. War ich hier schon mal drin? Das ist ein leerstehendes Haus. Ich meine, wer weiß. Anscheinend nicht. Aber hier gibt es auch nichts Spannendes. Leider.
Ja, mal schauen. Habt ihr den Großmeister gesehen? Kann halt noch mal. Upsala. Zum Detektiv gehen und da noch mal ein bisschen nachforschen. Gefalle ich euch? Nein. Hä? Ist der Blödmann jetzt schon wieder weg? Ach, ma. Blast euch nicht so auf. Darf ich fragen, warum? Nicht mal der Kaiser von Nilfgaard darf passieren. Befehl des Hauptmanns. Warum würdet ihr den Kaiser nicht passieren lassen? So lauten meine Befehle. Jetzt verstehe ich, warum wir den Krieg gewonnen haben. Was ist das denn? Ist der wieder weg, oder was? Ne, da. Na? Warum ist der jetzt da? Was soll der Scheiß? Ja. Da, ich will Zeug loswerden. Wenn vielleicht auch nicht viel, aber immerhin so ein bisschen was. So, das sieht doch gleich irgendwie viel netter aus. Auch hier. Wollte einmal gucken, wie das mit Tränken aussieht. Nicht so gut. Nein. Ich will gar nicht meditieren, habe ich gerade entschieden. Das war... Ich glaube, ich quatsche nochmal mit dem Detektiv. Also mit dem Möchtegern-Detektiv, weil wir wissen ja inzwischen, dass das nicht der echte Detektiv ist. Und dann könnte ich nochmal eine Runde pennen und nochmal zu Shani gehen. Und dann informiere ich mich, glaube ich, nochmal ein bisschen, wie ich das eventuell besser hinkriege mit dem Sumpf. Und dann machen wir mit dem Sumpf weiter. Mal wieder. Also hier ist gar nichts, okay. Boah. Jetzt erschrecke ich mich schon selber, weil ich aus Versehen die falsche Taste drücke. Auch nicht schlecht. Ja? Na, da gab es noch was zu tun. Ich bin bereit für Boxfleisch. Gut. Er ist der Anführer vom bewaffneten Arm der Salamandra. Ist er gar nicht. Ich bin noch nicht so weit. Was soll ich denn damit
Box Fleisch machen. Naja, wo ich auf jeden Fall nochmal hin muss, ist in der Taverne, damit ich da noch den restlichen Kram, so Fressalien etc. mitnehmen kann. Hütet euch vor Banditen. Wir stinken so, dass sie uns nichts tun, aber Leute mit voller Börse. Hier hat einer die Hose gestohlen. Na warte, wenn ich den erwische. Mhm. So sah das auch gerade aus. Ja. Ich würde gerne so, Tafelwasser nehmen wir mal mit, ne? Kann man ja wohl gebrauchen. Alkohol, 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 Essen. Essen. Können wir vielleicht doch gleich nochmal gucken. Wegen Zeug, das wir herstellen können. Ich denke, Kuhmilch, Ziegenmilch. Wir müssten jetzt so ziemlich alles haben. Zumindest was jetzt so Essen, Getränke und so Zeug angeht. Dann gehen wir nochmal gerade schauen. Ob wir jetzt am Lagerfeuerchen. So ein bisschen was. Fabrizieren können. Nein, können wir nicht. Das ist doch blöd. Habe ich ja nichts von, oder was? Dafür muss ich erst Bombe lernen, ne? Mhm. Nee. Ist doch doof. Ort, sicher. Talente habe ich keine. Schade. Na gut. Ich will dann doch nicht meditieren. Ja. Muss ich mal gucken. Kurtisane. Wie wär's,
Für euch mache ich einen Sonderpreis. Ah ja. Adieu. Juhu! Ich bin so heiß. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich muss zugeben, dass ich aus reiner Neugier hier bin. Neugier bringt Komplikationen, wie meine Mama stets zu sagen pflegte. Sie ruhe sanft. Aber ich wüsste zu gern, weshalb ihr zwei Schwerter tragt. Ich suche Arbeit. Und das sind meine Werkzeuge. Ihr seid Söldner. Muss ich lohnen. Interessant. Ich habe da einen Vorschlag für euch. Mhm. Woran habt ihr gedacht? Ich weiß von einem Haus, in dem es einen Schatz gibt. Allerdings spukt es dort und ich habe keine Lust auf Gespenster. Ich sage euch, wo es ist. Ihr vertreibt die Gespenster, den Schatz teilen wir uns. Einverstanden. Bestens. Ich markiere das Haus auf eurer Karte und warte hier. Mhm. Lebt wohl. Hm. Yay, eine neue Quest. Ist ja auch gar nicht mal so weit weg. Das machen wir direkt. Haben wir denn da? Hm, können wir ja schon. Ist ja langweilig. Dann gibt's. Nein, im Lagerhaus gibt's. Wir fangen mal oben an. Ich kenne Thaler. Überlegt euch also gut. Ihr sucht Abenteuer? Ihr sucht was zu schlüpfen. Besucht das Gasthaus. Hier hat einer die Hose gestohlen. Okay. Meh. Wollen alle nicht so wirklich was erzählen? Junge. Meine Eier, ja. Ihr habt euch wohl verirrt. Nein. Ihr habt euch wohl verirrt? Nein. Vielleicht sollte ich jemanden ausrufen. In einer dieser dunklen Gassen hat jemand nach euch gerufen. Ja! Geht doch. So. Okay, ja, ich weiß, wo ich bin. Alles gut, alles gut. Das ist die falsche Richtung, oder? Ja, es ist. Es muss dann ja wohl. Und was ist das? Na, du sollst schon runterrennen. Muss ja dann wohl das sein. Na toll. Ich kann's kaum glauben. Noch ein Narr, der Schätze sucht. Ich hätte es wissen müssen. Hey Jungs, ich habe noch eine Gans gefunden, die gerupft werden will. Eine fette noch dazu. Um das Elfenweib kümmern wir uns später. Eins noch. Was? Das war ganz schön dumm, einen Hexer gegen euch selbst anzuheuern. Ja, war es. Aber gut.